Ja, liebes Publikum, vielleicht kommt Ihnen das auch bekannt vor. Man macht sich immer Gedanken über das Mittag- und Abendessen, aber beim Frühstück ist eigentlich immer wieder dasselbe. Das Marmeladsemmel bzw. das Müsli. Und deshalb haben wir uns gedacht, holen wir ein paar Frühstücksideen für Sie nach Hause. Ja, liebe Margret, ich habe es ja eingangs schon erwähnt. Es ist ja immer dasselbe. Das Marmeladsemmel, das Müsli. Mir geht's auch so. Ich schnipsel immer dasselbe Obstkerne und denke mir, ha, schon wieder dasselbe. Wie geht's dir da persönlich? Ja, mir geht es ehrlicherweise genauso. Okay, wir das machen beruhigt auch mich. Immer das Gleiche. Also jetzt daheim privat. Mhm. Ich denke, das resultiert irgendwo gewissermaßen aus einer bisschen Bequemlichkeit vielleicht. Ja. Oder vielleicht auch aus einer Routine, sagen wir so, nicht Bequemlichkeit. Aber ja, bei den meisten muss es schnell gehen. Und das weiß man halt schon genau, was hat man daheim, was braucht man, was will man, was schmeckt einem. Vielleicht ist es auch nur die Idee, die einem fehlt. Ich neige auch dazu, ich fange immer beim Frühstücksbuffet mit meinem Müsli an, weil ich von der Horn so gewohnt bin und dann geht es zum Sauren über. Stößt du auch fest, dass da so ein bisschen Routine wieder ist beim Frühstück? Man kann es schon beobachten, aber eigentlich merkt man schon, wir haben viel exotische Speisen auch, ja, und die werden schon auch genommen. Also die Gäste sind dankbar für ein Angebot, das jetzt einmal weg vom Marmeladensemmel geht, obwohl man nichts gegen ein gutes Marmeladensemmel sagen kann, absolut nicht. Und eines der gängigsten Gerichte, die Gäste von uns am liebsten bestellen und auswählen, ist der Avocado-Toast. Also der Avocado-Toast besteht aus einem Bio-Josef-Sauerteigbrot. Das ist getoastet, dann kommt die Avocado-Mesh drauf, dann ein bisschen Speck, dann kommt drüber ein Spiegelei, Meersalzflocken, Cayennepfeffer, Kurkuma, sehr wichtig, und selbstzogene Sprossen und halt ein bisschen Deko. Aber es schmeckt wirklich unglaublich lecker und ja, das ist eines der beliebtesten Produkte bei uns. Du machst mir schon einen richtigen Guster drauf, aber weil wir jetzt schon bei den Ideen sind, würde ich sagen, machen wir gleich weiter. Ja, gerne. Mit was würden wir denn starten? Starten dann, genauso wie du auch, sehr viele mit einer Granola Bowl. Du hast das Granola, das musst du halt irgendwann einmal vorbereiten. Das hält dann in etwa 5 bis 7 Tage mindestens, sodass es richtig gut frisch bleibt. Und dann brauchst du Joghurt, kannst du alternatives Joghurt nehmen, griechisches Joghurt, je nach Belieben. Und halt frische Beeren. Und das wäre es eigentlich schon wieder. Wir tun dann noch so ein bisschen Beeren-Asai-Sauce drüber und das war's. Ah, perfekt. Also ist nicht viel dabei, weil du sagst, man kann das selber zubereiten. Ich glaube, Wochenenden eignen sich aber recht gut dazu, dass man mal was Neues ausprobiert. Bestimmt, dann an die freien Tage, genau. Wenn du Zeit hast, was riechst du dann dir selber noch gern her? Also derzeit mein Lieblingsgericht ist der Lachsbagel, weil ich einfach Bagel so gern mag. Eigentlich auch wieder mal nichts dabei, oder? Auch wieder nichts dabei, nein. Es ist eben, wie gesagt, du brauchst nur ein paar Zutaten dazu. Ein Bagel natürlich, einen guten, und einen guten Lachs. Dann kannst du nicht mehr recht viel falsch machen. Ja, liebe Margret, wir haben jetzt in erster Linie über das Essen gesprochen, aber da steht ja schon so ein leckerer Smoothie. Und die sind ja auch so richtiger Dauerbrenner schon seit Jahren. Ja, schon, ja, genau. Was ist das jetzt vorne, was ist da drinnen? In dem sind frische Beeren drinnen, Banane und ein Acai-Beerenpulver. Genau. Das ist super gesund und super lecker. Und dann haben wir noch einen Ibiza. Ibiza, da denkt man natürlich an Urlaub. Was ist da so drin? Mango, Apfel, Joghurt, Maracuja. Wir haben jetzt über die Smoothies gesprochen, also über die Süße schon. Wir sind ja so quasi schon beim Süßen. Hast du noch eine süße Frühstücksidee für uns zum Abschluss? Pancakes könnte dir das sehr gut empfehlen. Ja, die mögen vor allem auch die Kinder sehr gern. Die sind aber schon bei Erwachsenen auch wirklich beliebt. Also ja, das stehe ich auch für. Nicht nur für Kinder. Die sind sehr fluffig. Man kann es mit Ahornsirup servieren, man kann es mit Nutella servieren, natürlich auch mit Beeren. Man kann auch mal verschiedene Varianten machen. Man kann einmal Heidelbeeren dazu da, also wirklich auch in den Teig reinrühren. Okay, ja. Und es wird richtig lecker. Und wie gesagt, sind beliebt, wer jung und alt. Und es ist ganz leicht zum Zubereiten. Es ist ein ähnliches Rezept wie bei den Palatschinken. Ja. Genau, ein bisschen abgeändert. Und man braucht halt die richtige Mischung. Aber letztendlich gibt es eine ganze Vielzahl von verschiedenen Rezepturen. Und jetzt die Frage aller Fragen. Wie viele Pancakes isst man denn so durchschnittlich? 4. 4? Ja, okay. 4 gängen sie leicht aus. 4 gängen sie leicht aus, okay. Das beruhigt mich auf alle Fälle. Dankeschön, liebe Margret. Ja, Margret, herzlichen Dank, dass du uns da jetzt einige Frühstücksideen näher gebracht hast. Ich habe mir da sehr, sehr viel mitnehmen können. Ich werde jetzt definitiv einmal einen großen Einkauf starten und am Wochenende da einmal ein bisschen meine Kreativität freien Lauf lassen. Herzlichen Dank und alles Liebe. Dankeschön. Danke.